Hallo, Patrick hier. Ich habe ein kleines Update für euch aus meinem Spiel George Decker. Eins vorweg, wer Angst vor Spinnen hat, der sollte jetzt sofort wieder abschalten. Ansonsten, die Spinne ist eine der allerersten Gegner, die ich überhaupt im Spiel implementiert habe. Hier sieht man sie auch. Das Einzige, was die kann, ist sich von oben nach unten an ihrem Netz herunterhangeln, an ihrem Faden herunterhangeln. Den Spieler den Weg blockieren und wenn er den Spieler blockiert, dann nimmt er logischerweise Schaden. Und sie kann natürlich auch wieder zurück in ihr Netz krabbeln. So, jetzt habe ich eine neue Spinne gebastelt. Dazu gehe ich mal mein Testlevel. Hier ist nochmal die alte. So, und die neue Spinne, die kommt hier raus. Da ist sie. Die krabbelt jetzt auf dem Boden hin und her. Die ist auch relativ gemächlich. Und diese hier ist wirklich auch harmlos. Die krabbelt nur hin und her. Und wenn der Spieler auf sie drauf springt. Achso, Ouch. Genau, der Spieler nimmt auch hier ein bisschen Schaden. Also die ist gar nicht mal so gefährlich wie diese andere Spinne hier. Und wenn ich drauf springe, platsch, ist sie matsch. So. Aber man kann sie konfigurieren. Und zwar kann man sie so konfigurieren, dass sie den Spieler angreift. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, hier ist meine Angreifspinne irgendwo. Da ist sie. Ups. So, die spuckt. Ups. What the hell? Was war das? Das sollte so nicht sein. Oh. Jetzt seid ihr Live-Zeuge eines Bugs, den ich noch fixen muss. Genau, die Spinne spuckt ein Netz auf den Spieler und wenn sie trifft, dann friert der Spieler ein für 5 Sekunden, kann sich nicht mehr bewegen. Die Spinne kann natürlich dann den Spieler angreifen, ihm Schaden zufügen. Andere Gegner können natürlich auch den Spieler angreifen und ihm Schaden zufügen, solange er sich nicht bewegen kann. Deswegen ist die ganz schön gefährlich. Genau, ausweichen kann man dem Ganzen, indem man versucht, drüber hinweg zu springen. Also ausweichen, logischerweise. Zack, so. Uah. Oh Gott. Nein, 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 nein. Aua. Au. Haha. Oh, das war knapp. Ja, das ist die neue Spinne.